Hallo Freunde, heute habe ich für euch vegetarische Frikadellen. Das sind richtig köstliche kleine Verführer aus Reis und viel Gemüse. Sehr, sehr köstlich. Dazu machen wir noch Kräuterquark. So, und jetzt zum Rezept. Köstlich. Ich habe hier 250 Gramm Pirinchreis, man kann auch Basmati nehmen oder Jasminreis oder einfach Langkornreis. Den werde ich jetzt unter fließendem kalten Wasser zweimal ausspülen. Ich gebe dazu Wasser, das sind 375 Milliliter, und salzen, so einen schwach gehäuften Teelöffel. Das Ganze wird zum Kochen gebracht und dann gehe ich von der Hitze runter, unbedingt Deckel drauf und langsam vor sich hin köcheln lassen. Wir brauchen das al dente sozusagen, soll nicht zerkochen und wirklich perfekt, kurz vor dem Fertigwerden. Der Reis ist fertig, der kühlte auch gerade aus. Jetzt gebe ich hier Eier dazu, Käse geriebenen. Dann haben wir hier zwei Zwiebeln. Die wurden klein geschnitten in kleine Würfel. Paniermehl oder Semmelbrösel. Zwei große oder drei kleine Karotten werden geschält und mit der groben Reibe gerieben. Das kommt hier dazu. Nun brauchen wir jede Menge Kräuter. Ich habe Schnittlauch und Petersilie. Schnittlauch ist bei mir klein geschnitten und tiefgefroren. Und Petersilie ist frisch. Also schaut mal, so ein ganzes Schälchen voll. So, dann brauchen wir noch mehr Salz. Jede Menge Pfeffer. Und Oregano. Ich nehme einen Teelöffel. Getrocknete. Jetzt haben wir alles drin. Nun können wir das Ganze gut miteinander vermengen. So sieht die Masse aus. Jetzt lasse ich die eine Viertelstunde stehen, damit sich Semmelbrösel so ein bisschen aufquillen und das Ganze sich dann viel leichter am Ende verbinden lässt. So, dann jetzt machen wir Frikadellchen daraus. So eine Handvoll von der Masse schön zerdrücken in die Form einer Frikadelle. Super. Und jetzt habe ich hier noch Semmelbrösel. Die gebe ich noch so drauf. Hopp, hopp. Ich bereite erstmal einige vor und dann geht's zur Pfanne. In der Pfanne habe ich Pflanzenöl, so circa einen halben Zentimeter hoch. Und hier werden die Frikadellen angebraten, und zwar wenden, dass es schön braun ist von allen Seiten. Es sollte möglichst nicht zu heiß braten, dann haben die auch schön Zeit von innen durchzuwerden und werden auch nicht so schwarz. So ist es perfekt. Wunderbar. Ich mache gerne dazu Kräuterquark und Salat. Kräuterquark, da habe ich Speisequark, also einen fettigen, 40%. Dazu 100 Gramm Schlagsahne, salzen. Erstmal einen halben Teelöffel Pfeffer, auch wieder nach Geschmack. Und Kräuter. Dazu passt wunderbar Dill, Schnittlauch und Petersilie. Ich gebe jetzt einfach mal ordentlich Schnittlauch. Super. Ich habe hier einen tiefgefrorenen, macht überhaupt nichts. Gut verrühren, probieren auf Salz und dann dazu reichen. So ein großer Berg Frikadellen ist dabei entstanden. Es ist nicht nur so, dass man das einfach als Hauptspeise isst, sondern zur Arbeit mitnehmen, zur Schule und einfach so mal so zwischendurch schlemmen. Super köstlich. Wenn euch das Rezept gefallen hat, werde ich mich über eure Likes und Kommentare sehr, sehr freuen. Um keine weiteren köstlichen Videos zu verpassen, abonniert bitte meinen Kanal.
Vielen Dank und bis zum nächsten Video, eure Xenia.